No one said you could touch. The sacred mountain of Fimbulventer. The joint's supposed to be the link between Inferno and Paradiso. They say there is an entrance to Inferno, the gates of hell, somewhere on this mountain. No one knows where, though. Hell, no one even knows if it's true or not. The only reason this overgrown rock is worshipped like some god in the first place is that no one's ever been able to get close to the damn thing. It's like it don't want you there. Every climber ends up stranded or worse. And don't even try to fly a plane near that place, or bada-boom! But at least your soul doesn't have a long walk to whichever afterlife you got lined up, right? I'll wait for you in Noetum, at the foot of the mountain. Just hurry up with whatever it is you gotta do and get back there, all right? And the hotel's going on your account, with a mini bar too. Gotta keep myself busy while I'm waiting. Forget about it. I love those miniature drinks. I can't believe you, Enzo. I didn't know the in-flight service was exclusive to fat Italians. Ren, the plane ain't free, you know. That reminds me, you owe Alex the kid for the charter. Whoa! Yeah! Leute, es geht los. Wish to get close to that damn place if you ask me. Wow. Gives me the heebie-jeebies. What the hell? Where did these clouds come from? Sorry, Enzo. This is where I get off. Say hi to the wife and kids for me. What? What? Wait, what? You're joking, right? I can't find a piece of shit! Those are gonna have nice things. John, I'm on my way. Just behave yourself for a bit longer. Leute, es geht los. Ich freue mich so jetzt. Mein Gott, ihr guckt euch das an, wie das aussieht. Sieht das geil aus, oder? Sieht das geil aus? Wir sind hier beim keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist ja auch egal. Oh, Leute. Die Welt der Menschen ist bisher verschont geblieben. Jeder geht seinen eigenen Geschäft nach. Ich brauche mir keine Sorgen machen, dass mich jemand aufhaltet. Oh, jetzt geht's so richtig los hier. Leute, Leute. Das Intro von dem Spiel war ja schon krass. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, Hexenzutaten. Kennen wir alles schon. Und jetzt geht's los mit dem ersten Kapitel. Aha, supi. Ihr habt jetzt schon einen super Einblick in das Spiel bekommen, wie das so abläuft, auch mit dem Humor und so. Oh, die erste... Moment. Willkommen in Noatun, oder das spricht man sicher anders aus, aber ist jetzt nicht so wichtig. Der Stadt von Paradisos Toren, vor Paradiso schon, steht hier in großen Lettern über den Stadtplan geschrieben. Okay, Stadtplan, gut, gut. So, hier diese Notizen, die kennen wir ja noch aus dem ersten Teil.
Da kann man tiefer in die Welt, in die Geschichte eintauchen von Bayonetta für die Leute, die das wollen. Ich werde es, wie schon im Let's Play zum ersten Teil, auf jeden Fall vorlesen. Leute, die das nicht wissen wollen, können ja vorspulen. YouTube hat ja so eine coole Funktion. Aber ich finde das sehr interessant und ja. Aus Gründen, die ich hier nicht nennen möchte, habe ich mein Leben der Suche nach der Wahrheit über die Umbra-Hexen gewidmet. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass ich die besten Jahre meines Lebens geopfert habe, um diese Story nachzugehen. Ich habe die Legenden, die von diesen Frauen zeugten, zurückverfolgt. Meine Nachforschungen führten mich nach Vigrid, einer von den weltabgeschiedenen Stadt in den Bergen Europas, welche die Hexen einst ihre Heimat nannten. Vigrid kennen wir bestens aus dem ersten Teil. So. Ich selbst bin während meines Aufenthalts in Vigrid in eine unvorstellbare Situation hineingeraten. Doch da ich mit dem Gedanken spiele, in naher Zukunft ein Buch über meine dort erlebten Abenteuer zu veröffentlichen, bleiben die Einzelheiten darüber meinen zahlenden Lesern vorbehalten. Kaufen wir uns das Buch, oder? Meine Faszination für die Hexen schwindet nicht, ganz im Gegenteil. Mir kam eine weitere Geschichte zu Ohren, die meine Neugier weiter entfachte. Daher habe ich keine andere Wahl, als mehr über den wahren Ursprung der Mächte der Weisen und der Hexen in Erfahrung zu bringen. Ich wurde immer unruhiger und bevor ich es mir versah, verlor ich mich immer weiter in meinen Nachforschungen. Und so dauerte es nicht lange, bis ich den Ort ausfindig machte, über den ich immer wieder in den alten Schriften gestolpert war. Eine kleine Hafenstadt in einem Berg gelegen. Ihr Name Nordtun. Ich war keine 5 Minuten dort und war schockiert, Beweise zu finden, die meine Theorien bestätigten. Was für ein unvergesslicher Moment. Meine Augen erblickten nichts Geringeres als die Statuen, die mittlerweile mehr als vertrauten Hexen und Weisen. Statuen, die selbst denen in Vigrid in nichts nachstehen. Okay. Wir können uns ja schon vorstellen, wer hier diese Anfertigung gemacht hat. Oh, guckt euch die Wasserspiegelung an, Mann. Alter. Die Optik von diesem Spiel ist traumhaft. So. Natürlich können überall Verstecke sein. Guck mal, unter Wasser. Action. Natürlich keine Luftanzeige hier, wie es sich für eine echte Hexe gehört. Oder so. Überall auf der Welt können natürlich Verstecke sein. Mit Herzcontainern, Herzteilen. Deshalb müssen wir die Augen offen halten. Und genau das machen wir auch. Und natürlich auch Kohle, also die Engels, Heiligenscheinen. Ach, da kannst du nicht durch, ist das fies. Ja, Bayonetta hat so ein bisschen mit unsichtbaren Wänden zu kämpfen. Das musst du ja zugeben. Hatte schon der erste Teil. Bin ich nicht so ein Fan davon. Aber kein Spiel ist perfekt. Aber dieses hier nahezu. So. Also Leute, ich werde mich in diesem Spiel viel Zeit mit dem Erkunden und so geben. So, hier hatte ich vorhin schon gesehen, hier diese Truhe. Ich werde viel erkunden. Ich werde schauen, ich bin jetzt nicht unbedingt auf die 100% aus. Ich will einfach so viel finden, wie geht. Also wie wir schon den ersten Teil gespielt haben. 100% sind jetzt nicht Pflicht, aber trotzdem so viel finden, sammeln, wie geht. Einfach das Spiel erleben. Und gut ist. So. Fein Markt hier. Ja, die Leute hier können mich natürlich nicht sehen, weil ich gerade im Purgatorio unterwegs bin. Die wundern sich jetzt nur, warum der Stand gerade explodiert ist. Ja, passiert, oder? Also Leute, wenn bei euch in nächster Zeit oder irgendwann mal irgendwas Unnatürliches passiert, ist vielleicht eine Hexe gerade im Purgatorio unterwegs. So, kann ich das checken? Die monumentale Statue eines Weisen wacht über die ruhige See.
Ihre Anwesenheit allein spricht dafür, dass Hexen und Weise einst in der Stadt eine große Rolle gespielt haben. Mock sein. Und hier haben wir noch eine Statue. Untersuchen. Das ist eine Hexe, oder? Ja, Hexe. Yes. So, und jetzt müssen wir eben hier Richtung Berg gehen. In der Hoffnung, unserer Freundin Sean zu helfen. Alter, guckt euch mal die Optik an, Mann. Fantastisch, oder? Wow. Leute, Mann. Alter. Die Spiegelungen. Lässig, oder? Das ist der absolute Wahnsinn, dieses Spiel, Mann. Ah, wieder was zum Lesen. Erledigen wir das hier zuerst. Muspelheim, okay. Das ist sowas wie Alfheim im ersten Teil. Hast du schon mal von Portalen gehört, die Welten verbinden sollen? Das klingt vielleicht wie abgedrehte Science Fiction, aber die existieren tatsächlich überall in unserer Welt. Das Portal, das die drei Welten miteinander verbindet und das Fundament unserer eigenen Welt bildet, ist wohl bekannt. Da du diese Zeilen liest, gehe ich davon aus, dass du zumindest von diesem Portal schon einmal gehört hast. Es gibt aber auch Legenden über Pforten, die zu Geheimverstecken des Übernatürlichen führen. Eine verlässliche Quelle hat mich mit allen Informationen versorgt, um besagtes Mysterium aufzudecken. Meine Quellen darf ich nicht verraten, aber ihr zufolge gibt es einen Zugang zu einer Urwelt, die vom Verlauf der Zeit verschont blieb. Der Ort heißt Muspelsheim. Dort wimmelt es von Dämonen, Engeln, Hexen und Weisen, die nichts anderes zu tun haben, als sich zu bekämpfen. In dieser Welt ohne Grenzen sind die Opfer und Wunden von einst vergessen und den Kriegern wird unablässig Leben eingehaucht, auf dass sie für immer kämpfen mögen. Hast du auch schon von Menschen gehört, die monatelang verschwanden, um dann wieder aufzutauchen, als sei nichts passiert? Ziemlich wahrscheinlich haben sie sich dann im Muspelheim verirrt und irgendwie zurückgefunden. Hört sich an wie der Raum von Geist und Zeit, Dragon Ball Fans, aber da ist ein bisschen anders, ist ja wurscht. Um die ganze Wahrheit hinter all den Gerüchten aufzudecken, muss wohl ein investigativer, keine Ahnung, Journalist ran. Aber die Sache mit dem Reisen durch Dimensionen an einen Ort des endlosen Krieges reicht mir fürs erste Jahrzehnt vor. Okay. Ja, Muspelheim, wir finden solche Portale überall in unserem Abenteuer. Das sind kleine Extra-Quests, wo wir uns extra Sachen verdienen können. Also so Challenges, kleine Challenge-Räume. Die werden wir natürlich auch machen, wenn wir drauf stoßen hier. Bla 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 bla. Ja, wir haben das ja gerade durchgelesen. Also, Herausforderung. Was gibt's diesmal? Besiege den Gegner vor Ablauf der Zeit. Okay, der Zeitquest. Bisschen Abwechslung. Okay. Und da gibt es dann eben auch ganz viele unterschiedliche Quests. Die unser Können unter wo wir unser Können unter Beweis stellen müssen. So. Und das ist jetzt eben so ein Herzteil. Vier Stück Zelda-Fans kennen das ja. Und wir erweitern unsere Energieliste. Genau. 1 von 4. So. Und ich versichere euch, es gibt auch wirklich schwere Muspelheim-Aufgaben, wo man dann wirklich auch lange braucht. So. Was steht hier? Aha. Ja, okay.
Und wie gesagt, ich will jeden Moment in diesem Spiel so ein bisschen genießen. Deshalb seid mir nicht böse, wenn es nicht immer zack auf zack geht und ich gleich von Szene zu Szene springe. Und das Spiel durchrushe. Nein. Ich will Secrets finden, ich will mir das Spiel anschauen. Das ist ja wie Sightseeing irgendwie. Guckt euch die Welt an. Aha. Ein Kräuterlutscher, lecker. Ja, kann ich mich dann heilen? So, was ist da vorne? Aha. Himmlische Vergeltung. So, wenn man Gott ins Gesicht spuckt, zieht man seinen Zorn auf sich. Das klingt logisch. Trotzdem, manchmal kommt es mir ein bisschen zu hart vor, was die Hexen in göttlicher Vergeltung einstecken müssen. Ich wurde einst Zeuge, wie einer Hexe eine besonders abscheuliche Sühne auferlegt wurde. Ein Fluch, der sie für alle Ewigkeit heimsuchte. Der Schrein dieser Umbra-Hexe wurde in seine Einzelteile zerlegt und ihre Seele in ein Raumzeitportal geschleudert, sodass sie nie mehr errettet werden konnte. Wow. Legt euch nicht mit Gott an! Allein der Gedanke daran, dass was diese Hexe getan haben muss, um so zu enden, macht mich verdammt neugierig. Für ein bisschen Smalltalk mit dem Lumenweisen, der die Strafe vollstreckte, würde ich töten. Was ich aber fairerweise sagen muss, die Hexe, die ich kenne, könnte man bis ans Ende der Galaxis verbannen und sie fänden trotzdem immer noch zurück. Okay. Allerdings. So. Wo siehst denn das herst? Aha. So, auch ein kleines Minispiel jetzt. Damit wir diese Truhe hier erlangen können. Einfach hier chillig. Alle 5 Teile. Einsammeln. So. Ja, cool finde ich auch, das wird jetzt auch schon das komplette Moveset, das wir in Bayonetta 1 erlernt haben, nutzen können. Hier die Panther-Verwandlung zum Beispiel. Dass wir das alles nicht nochmal erlernen müssen. Aber natürlich gibt es auch noch viele weitere Moves und Verwandlungen, die wir erlernen können, erlernen werden. So, aha. Mondperle. Ja, wenn man 2 davon hat, wird die Mana-Leiste um 1 erweitert. Was ist das hier? Aha. So. Ja, am Anfang gibt es relativ viel zu lesen. Dafür entschuldige... Ja, wieso musste ich mich dafür entschuldigen? Keine Ahnung. Das muss man einfach drüber sehen. Ist halt noch der Anfang des Spiels. Aha. Noch ein Hexenherz, wow. Gehen wir mal weiter, oder? Aha. Okay. Alles klärchen. Okay, jetzt bin ich irgendwie in einer anderen Zeitepoche oder so, oder... Keine Ahnung. Unser nächstes Büchlein. Fragmente der Erinnerung. Gehen wir's an, oder? Berichte über seltsame Ereignisse finden immer wieder ihren Weg in unseren Alltag. Flashbacks von Orten, an die man eigentlich keine Erinnerungen haben kann. Ein Kind, das plötzlich in fremde Zungen redet oder eine Stimme im Kopf, die vor unbekannten Gefahren warnt. Die Liste der Unerklärlichen ließe sich... noch beliebig verlängern. Es heißt, dies geschehe, wann immer Menschen auf Fragmente von Erinnerungen stoßen, die von Gott auf der Welt hinterlassen wurden. Der Gott der Menschen besaß Augen, mit denen er alles sah, was auf Erden geschah. Sie gaben ihm die Fähigkeit, das Schicksal deren zu erkennen, die er betrachtete. Ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft. All das, was sie ausmachte.
Gott liebte die Menschen, doch er begann, sie zu bemitleiden. Er versuchte, alle Einzelheiten ihrer verängstlichen Existenz in ein Gedächtnis zu erfassen. Fast so, als wolle er sie auf Zelluloid bannen. Keine Ahnung. Doch tat er dies oft, dass er selbst sie schließlich vergaß. Doch tat er das so oft, ja. Die Fragmente seiner Erinnerungen aber blieben auf der Erde zurück. Man kann sie nicht sehen oder fühlen und trotzdem können diese Fragmente überall sein. Man könnte direkt auf einer Erinnerung Gottes stehen und dies nicht bemerken. Mysteriös. So. Was sind wir jetzt? Aha. Und wieder ein Büchlein, Leute. Ja, heute gibt's viel zum Lesen. So, manchmal stolpert man über etwas, das schon lange als verloren galt, nur um zu merken, dass es vollkommen unberührt an der Stelle weilte, an der es vermeintlich verloren ging. Fast so wie die Ruinen einer Stadt, die in vulkanischer Asche eingeschlossen vom Verlauf der Zeit verschont blieben. Manchmal werden diese Ruinen zufällig von spielenden Kindern entdeckt. Als ich in Nordtun ankam, führten mich meine Nachforschungen zum Hafen. Dort offenbarte mir ein Fischer folgende Legende. So. Einst gab es eine verheerende Springflut, die sich über die Stadt ergoss und Teile des Fundaments wegspülte. Das Wasser der Flutwelle sammelte sich in Höhlen und Becken, die noch heute das Stadtbild prägen. Überall in der Stadt waren so verborgene Wasserreservoirs entstanden, in denen man noch immer Statuen von Hexen und Weisen und Statuen ihres Gottes finden kann. Ich würde diese Ruinen gern näher untersuchen, bevor sie ganz zerfallen, doch das Wasser ist mir zu dieser Jahreszeit zu kalt. Eine gewisse mir bekannte Hexe würde sich diese Gelegenheit ins eiskalte Nass zu springen, aber sicher nicht entgehen lassen. Allerdings nicht. Vielleicht schaffe ich es ja, hierher zurückzukommen, wenn es etwas wärmer ist. Ein Kurzurlaub hat noch keinem geschadet. Der Plan steht. Okay. Dieses Buch... Wie kam denn dieses Buch hier unter Wasser, wenn er... Ah, und wie kann dieses Buch hier unter Wasser... Wieso ist das nicht kaputt gegangen? Ist ja wurscht. Das Spiel scheißt auf Logik. Müssen wir ja ehrlich mal sagen. Oh, ein Kämpflein. Ist ja noch relativ ruhig, was Kämpfe angeht. Bisher. Aua. So. Küsschen. Natürlich, jeder Kampf wird bewertet und am Ende des Kapitels bekommt man eine Hauptbewertung. So. Aha, Muspelsheim. Bin gespannt. Was gibt's diesmal zu tun? Du kannst nur während der Hexenzeit Schaden zufügen. Okay. Das ist die Hexenzeit. Und ein B für Smash-Fans. Also der Konter. Aua. Thank you.
Ja, wir sind noch im ersten Kapitel. Natürlich sind die Aufgaben jetzt noch nicht wirklich schwer. Sind eigentlich locker zu machen. Oh, zweiter Teil einer Mondperle. Das heißt, meine Mana-Leiste wird jetzt schon um ein Ding da oben erhöht. Also guckt nach oben links. Dann könnt ihr es live beobachten. Ah, okay. Wird hier eh hier angezeigt. Okay. Passt. Old's Claw im Schneckenohr. So. Lässig. So. Aha. Ah, Lutscher, die werden wir brauchen. Es kommen nämlich natürlich auch krasse Gegner. Schwere Kämpfe auf uns zu. Da braucht man das Zeug eben. Guckt euch den Schatten an. So viel Details. Natürlich von... Wie heißt sie? Madame Butterfly. Hier der Schatten. Ja, Leute kennen sich aus. So, wir sind wieder zurück an der Oberfläche. Ich wollte gerade sagen, es ist ruhig hier. Zu ruhig. Yes. Ja, wie gesagt, Leute, die Kämpfe sehen voll hektisch aus für Außenstehende, für ihr... Rein Platin, wow. Für Leute, die jetzt wirklich nur zuschauen und noch nie Bayonetta gezockt haben, sehen die Kämpfe wahrscheinlich voll, ja, keine Ahnung, hektisch aus und unübersichtlich. Aber nein, wenn man es tatsächlich selber spielt, man hat die volle Kontrolle und es macht einfach nur Spaß, das Gameplay. So, was ist hier? Ah, Rodan. Ed and Edna found that Daddy wasn't coming back. It made me stay all the way through dinner. Don't pretend you weren't delighted. I hear Enzo's wife makes a lovely casserole. It was damn good. I'll give you that. Anyway, tell me how my babies are doing. They're behaving quite well. They found plenty of playmates here. Figured they would. Noatune had some deep connections with Fimbulventer and the Gates of Hell back in its day. Wouldn't be surprised to find a few of those playmates that like it rougher than the typical bunch. Anyway, you need any supplies, just make sure you keep bringing me these halos. And remember, I ain't here to get up in your business. My business is making things that do business. So don't come crying to me when you... You think you gotta do everything alone? I'm here to help. Just make sure you don't bust a cap at my ass. Ja, können wir ihn doch gerade mal besuchen. Also, wie schon im ersten Teil natürlich, Tor zur Hölle, kann man zum Rodan gehen und Sachen kaufen, neue Waffen und einfach, ja, ihr seht es ja eh. Natürlich auch nach jedem Kapitel kann man hier hinkommen. We've lit our prices on fire, so there won't be hell to pay. Come on, I gotta say some cheesy shit sometimes. Mhm. Wie viel Geld haben wir denn? Ja, eh schon ein bisschen was. Waffen, na, haben wir jetzt noch nix. Grüner Kräuterlutscher, ja. Kann man nie genug haben und Mega-Ding kann man auch nicht genug haben. So. Und hier gucken wir mal sogar Amiibo hier. Techniken, jetzt wird's interessant. Ja, hab vorhin gesagt, dass schon alle Techniken von Teil 1 verfügbar sind. Das war ein bisschen, das war falsch. Es sind tatsächlich noch ein paar Techniken hier. Ja, die man neu kaufen muss, aber passt schon. So, was brauchen wir hier?
Können wir natürlich auch jede Technik zuerst mal ausprobieren, bevor wir sie kaufen. Breakdance hier. Können wir jetzt erst ausprobieren, ZR drücken. Aua, Ohrschluch. Das ist auf jeden Fall eine Technik, die ich gerne einsetze, deshalb kaufe ich sie. Innere Fledermaus, sehr... Oh, scheiße. Ja gut, dann kaufe ich mir die innere Krähe. Und die innere Fledermaus ist dann gleich als nächstes dran. Innere Krähe, innere Fledermaus, innere Krähe. Kann ich mich in eine Krähe verwandeln. Und dann fliegen. Ich kann es euch ja gleich zeigen. Also, ich brauche auf jeden Fall Kohle. Richtig viel Kohle hier. Achso, ja. Guckt. Auf jeden Fall sehr praktisch, wenn es dann um die Secret-Suche geht. Oh, sieht das geil aus mit diesem Wasserglanz. Guck mal, wie himmlisch dieser Gang aussieht. Ist hier oben noch irgendwas? Können überall Secrets sein, Freunde. Ich gehe mal weiter. Oh. Ah ja, diese Waffe hier habe ich ja noch von Engelkollegen vorhin. Vom Kampf. Holy shit. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Es könnte sein, dass hier jetzt ein neuer Kampf ausgelöst wurde. Ja, hier zurück muss ich jetzt nicht. Also, gehen wir's an, Leute. Alter, sieht das geil aus. Krass. Kann ich jetzt vielleicht sogar hoch? Sieht nicht so aus. What? Was passiert hier? Alter Falter. Okay. Sonst noch was hier? Schaut nicht danach aus, okay. Krass. Lass mir raten, gegen das Vieh müssen wir auch noch kämpfen, ey. Ja, Leute. Ich denke, das hier ist ein guter Ort, um den Part zu beenden. Eher ruhiger Part. Mal ein bisschen was zum Lesen, ein bisschen was zu bestaunen und doch ein bisschen was Kämpferisches, ein bisschen was erfahren. Ich freue mich auf den nächsten Part und ich freue mich darauf, wenn ihr wieder mit dabei seid. Also würde mich drauf freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald und bleibt spritzig, bleibt, keine Ahnung, Happy Gaming. Bis bald.